Hallöchen auch, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Mystery Case Phase 19, wie die Motte im Licht, oder wie, doch, wie die Motte im Licht. Wir sind hier immer noch mit diesem Tagesplan-Rätsel beschäftigt, und ich glaube, ich habe irgendeinen Gedankenfehler nur gemacht. Was ist, wenn ich die beiden vertausche? Mal durchlesen. 6 Uhr aufstehen. Das kann ja nur das gemeint sein, weil da entweder geht da die Sonne auf oder unter. Und spazieren gehen, denke ich mal, ist das beides das gleiche Symbol, weil es ja zweimal da ist. Und Morgenhygiene, denke ich mal, Zähne putzen in der Früh. Danach kommt ja Frühsport. Da, das sieht aus, als hätte die Figur eine Hantel oder eine, ja doch, nicht eine Hantel, ein Gewicht oder sowas, das gerade hochstimmt. Danach kommt ja Frühstück. Und das ist für mich halt eben Spiegelei mit Bacon da. Dann kommt Spazierengehen, dazwischen Mittagessen, dann wieder Spazierengehen. Und ich denke mal, dass das beides Spazierengehen ist und das hier Mittagessen. Und nach dem Spazierengehen kommt ja Buchclub. Und das ist ja, soll ja ein offenes Buch darstellen. Danach kommt Teestunde, da haben wir eine Teetasse, ja? Nach der Teetasse haben wir Freizeit. Und Freizeit ist halt Schach für den anscheinend. Dann kommt Abendessen. Und dann hier Versammlung im Gemeinschaftsraum. Das ist das hier. Aber wieso stimmt das denn nicht? Was mache ich denn falsch? Nee, hat's auch nicht gebracht. Ich mach mal einfach mal lösen. Lösen geht ja gar nicht. Tipp. Hä? Ja, okay. Weil das beide das gleiche ist, war das auch ein bisschen verwirrend. Aber wir hatten es schon fast richtig, sagen wir mal so. Das lassen wir uns einfach mal gelten. Gonghammer. War da ein Hammer? Dann Gong? Okay. Ah. Dankeschön. I think this is the last stop before I'm free. I can see some sort of hole from here. Try to meet me there. The room could shift at any moment. And here it is again, like clockwork. Okay. Okay, fehlende Bilder. Aufziehschlüssel. Das ist wahrscheinlich hierfür, oder? Interessant. We made it. Well, almost. I can't reach the door lock. Okay, und das soll wahrscheinlich ihm helfen. Help a fellow agent? Ja, natürlich. You fall into my traps time and time again. Surely you're better than this. Maybe I chose the wrong agents to be my test subjects.
Kann sein, ja. Come on, Detective. Let's see you use that gray thing between your ears. You haven't impressed me so far. Okay, den haben wir zusammen abgeschlossen. Aktiviere den Aufzug, um Agent Parker zu erreichen. Okay, aber der ist ganz schön großkotzig, wenn man das hier so sieht, oder? Großkotzig, Entschuldigung. Ui. Info. Halte den frottierenden Raum an. Bewege die Flüssigkeit in den drei Reserve-Fürst mit Hilfe der Pfeile um zum zentralen Zahnrad. Ach so, schaut mal. Ja. Das darf halt jetzt eigentlich nicht so schwer sein, hoffe ich. Hört es dann auf, wenn es eine Sackgasse ist? Nee, okay, gut. Wow, also mir kommt das leicht so, das hat so Harry Potter, so Hogwarts-Vibes, finde ich, das Ganze gerade. Ein Projektor könnte hier ein Bild hinwerfen, jedenfalls ein funktionierender Projektor. Und jetzt anscheinend hinüber. Die Kübel des Projektors ist fehlt. Okay, Dia-Rahmen, okay. Na, sie juckt natürlich wieder. Traditionen müssen bewahrt werden. Okay. Quietsch. Amateur-Genie, okay. Mal die eine Figur schon abgegeben. Was haben wir hier? Pfürtenkarte. Ein Aufzugregler. Aha. Das soll wohin? Oh. Ich muss ein geeignetes Werkzeug finden, bevor ich mir die Hände schmutzig mache. Oh, Hoshonte. Die Dame wieder mit ihren Papierärmchen. Hoshonte, ich weiß. Okay, wieder ein Eintrag. Meredith Huxley. Einige Leute wollten nicht akzeptieren, dass ihre Zeit abgelaufen war und machten sie damit zu einem Monster. Sie war das Opfer, bevor sie anfing zu morden. Am Ende des Falls fand ich dem Geisterjäger Benjamin Wright einen Freund. Er hat den ganzen Fall aufgezeichnet. Okay.
Also es, können wir uns das so vorstellen, das ist quasi so ein verrückter Fan, der uns quasi unsere alten Fälle wieder erleben lässt, indem er Agenten von Mystery Caseface entführt und quasi schaut, wer von uns am besten ist. Wir sind ja der Meisterdetektiv, beziehungsweise der Detektiv Finn. Und die anderen sind auch so Agenten. So mutmaß ich das jetzt mal. Drei von drei Gemälden. Ich könnte hier etwas aufwärmen oder Tee zubereiten. Tee hätte ich jetzt auch nichts dagegen. So ein leckerer Pfefferminztee. Das Bett ist mit Glas verkleidet. Das hält Ungeziefer fern. Ja, nicht nur Ungeziefer. Ein Hebel fehlt. Okay, was sagt die Karte? Hätte ja sein können. Hier fehlen die Porträts. Okay, das erinnert mich jetzt irgendwie wieder an Grim Tales. Gab's ja bei Grim Tales gab's ja auch so ein Bilderrätsel. Entschuldigung, nicht Bilder, Gemälderätsel. Hier ein Schlüssel und Lucky. Lucky ohne Puppe. Lucky ohne Puppe. Lucky ohne Kopf, mein Gott. Wachs. Irgendwas. Irgendwas Heißes hier? Okay, wie soll ich jetzt weiterkommen? Hat aber irgendwas verschlossen? Ich muss mal nur auf die Karte linsen. Ich wollte eigentlich nur auf die Karte linsen, aber gut. War hier irgendwas verschlossen? Ich hätte gedacht, da war schon was da drin. Ja, okay. So kann man sich irren. Irren ist menschlich. Wie man so schön sagt. Und wir brauchten ja hier irgendwo einen Hebel. Das war... War das... Das hier? Hier war das doch irgendwo, oder? Da genau. Das könnte eigentlich jetzt auch noch eine Falle sein. Der könnte nämlich jetzt einfach so einen Knopf drücken und hinter uns würde das ganze Ding zugehen. Beispielsweise.
Ich brauche irgendwas mit einem Messer oder irgendwas Scharfes. Wenn ich das hier aufkriege. Hinter dem schlechten Naht verbirgt sich etwas. Der Schlichten. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das aufkriege. Entweder brauche ich eine Schere oder das hier. Hallo. Klar geht. Willst du mich jetzt verarschen? Ich wollte schon sagen, was ist das für eine bescheuerte Hitmarker? Keine Sorge, ich meine das nicht böse. Nicht krumm nehmen. Und auch nicht gerade. Okay, ich brauche eine Sonne da oben. Dann Blumen hier. Ein Zopf. Ein Zopf. Hä? Ein Zopf? Ja, das war eine Puppe. Zopf. Was versteht ihr unter Zopf? Hä? Okay, das ist wahrscheinlich der Film. Da haben wir die Kerze. Da sind die Tabletten. Butterbrote sind hier. Tischtennisschläger ist hier. So, jetzt habe ich alles bis auf den Zopf. Jetzt ist nur die Frage, was meint ihr mit Zopf? Okay. You made it. I thought you were a goner. I'm glad I was wrong. That surge that lowered the hall came from the tower. I'm sure of it. The archivist controlling the tower has very bad news. We should get to the tower to disable it. We can escape while he's moving the rooms around. I'll look around the hall. Okay. Aktiviere den Aufzug und erkennt Parker zu erreichen ist abgeschlossen. Neue Aufgabe. Verschaffe dir Zutritt zum Turm. Der Mittelpunkt des ganzen Durcheinanders scheint der Glockenturm zu sein. Erneut letztes Mal habe ich ihn benutzt, um Meredith das Handwerk zu legen. Der Glockenturm ist nur eine Tarnung für eine Maschine, die das gesamte System antreibt. Sie auszuschalten ist eine gute Idee. Okay, hier das andere Bild. Hier kann ich aber nichts machen, oder? Nee. Okay, was ist hier? Brauchen wir den Schlüssel dafür? Dahinter befindet sich ein Lesezeichen. Ein seltsames Buch. Und hier kommt auch wieder was rein. Okay. Ein Horn ist abgebrochen, als ich die Statue aufgebaut habe. Keine Sorge, vielleicht kann ich sie ja bei einer anderen Gelegenheit benutzen. Okay, wahrscheinlich will die ihr Horn zurück. Ich erinnere mich an die Statue, sie hat zwei Hörner. Ach echt, mach Sachen, steht doch auf dem Zettel auch. Aber gut. Dann brauchen wir da noch ein Horn. Und nein, damit meine ich nicht Gildohorn. Na, erschreckt mich halt. Okay, ach genau, die ja hier. Thank you.
Ach, du hast noch eine Glühbirne, sonst komme ich hier nicht weiter. Was sagt die Karte wieder? Wieder hierhin. Okay. Da können wir immer noch nichts anfangen. Aber ich sehe schon, Freunde, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge von Mystery Case Phase 19, die Motte im Licht. Tschüss.